da Süd. Hier ist eine große Tür, da wo der große Wohnraum nach Süden blickt. Zwischen diese kleinen Trennwand, da kommt das Arbeitszimmer hin. Tür durch zum Gang. Seid doch mal ruhig, das mache ich ja alles. Aber das ist doch ein Risiko. So geht auch wenigstens schnell. Auch ein Fertighaus macht noch genug Arbeit und Ärger. Ja, meine Frau ist ja auch noch da. Aber Sie kennen doch die Leute vom Bau. Die verhandeln nur mit jemandem, der sie hart anpackt. Unterschätzen Sie meine Frau nicht. Außerdem bin ich ja nicht aus der Welt. Zwei Baustellen auf einmal, das verkraftet keiner. Warten Sie, bis das hier fertig ist. Wenn der Betrieb erst mal läuft, dann schieben Sie eine ruhige Kugel und dann können Sie sich genug um Ihr Schloss kümmern, sagt Ihnen jeder. Da macht meine Frau nicht mit. Nein, nein. Die hat immer noch Sehnsucht nach der Großstadt. In 8 Wochen sind Sie restlos fertig. Glauben Sie es mir. Wenn Sie Geld ist, wie Sie stabil aus, aber ihr das in 14 Tagen hochziehen wollt, also ist schleierhaft. Nein, das ist ganz ausgeschlossen. Sie haben mir versprochen, das Haus bis zum 15. Jawohl, bis zum 15. zu liefern. Und wenn Sie das nicht tun, dann mache ich Sie dafür haftbar. Darauf können Sie sich verlassen. Das Kondensatorfundament ist 5 cm zu hoch. Das hätte euch da wirklich früher einfallen können, nicht? Morgen müssen die Fundamentplatten drauf. Also seht zu, wie ihr das schafft. Ich hab's dir doch extra aufgeschrieben. Ja, warum lässt du dir dann den Mist andrehen? Erstens habe ich noch einen Haushalt und 2 Kinder und zweitens bist du der Mann. Da hilft beim Abtrocknen, das lenkt ab. Ja, auch das noch. Ich muss noch mal zum Bau. Entschuldigung, komm gleich. Hatten wir auch noch was? Soll ich Ihnen auch was mitbringen? Nein, nein. Ach, doch eine Tasse Kaffee. Wie viel ist denn das heute? Ich hab's Ihnen ja gesagt. 2 Baustellen auf einmal, das hält kein Mensch durch. So. Schränk mich doch nicht so, sieh doch selber, ich hab doch Augen im Kopf. Ach so, ein Blödsinn, da bin ich schon wieder sauer. Na? Na? Ja? Na? Ist was? Entschuldigung, mein Schatz. Denn die Leiter weg. Du siehst doch, dass ich da oben arbeite. Robert. Robert. Ja, was ist denn? Willst du nicht schlafen gehen? Hast Besuch? Ja, schlafen gehen. Nein, seine Mutter. Okay. Wenn sie dir dumm kommt, schmeiß sie raus. Robert. Ja, ich glaube, du legst dich besser ins Bett, da schläfst du ruhiger. Hm? Ja, hast recht. Du stell dir mal vor, die Küche wird morgen doch schon geliefert. Fabelhaft. Wie hast denn das fertig gebracht? Ja, ich hab gezaubert. Hokus, Pokus, 1, 2, 3. Und dann fing ich an zu meckern. Auf einmal ging's. Mensch, toll. Bleiben wir gleich hier? Nein, mein Dicker, das dauert noch 3 Wochen. Jetzt kommt ja erstmal der Innenausbau. Das Haus gehört wirklich uns. Das kann uns keiner wegnehmen, wie das Bauernhaus. Diesmal nicht. Nein.
Und zur Einweihungsparty laden wir Carsten und Gerti ein. Komm, Flori. Was denn, alle beide? Natürlich, wir sind ja schließlich mit beiden befreundet. Na ja, du, ich weiß nicht, ob das gut geht. Du Spießer, eine Scheidung ist doch heutzutage nicht mehr so schlimm. Deshalb kann man doch miteinander befreundet bleiben. Also gut, mein Schatz, wie du meinst. Ja, du, wir freuen uns. Ja, sehr, besonders ich. Robert lässt dich grüßen. Was? Ja, also mach's gut, Gerti. Ja, wir freuen uns. Also, tschüss, bis dann. Tschüss. Also, beide kommen. Wie schön. Aber sie wollen getrennt untergebracht werden und außer wenn sie bei uns sind, getrennte Wege gehen dürfen. Hab ich dir ja gleich gesagt, wenn die beiden zusammen sind, gibt's Krach. Immer dasselbe. Du, Robert, ich bin so glücklich. Endlich haben wir unsere eigene Höhle. Na, Höhle ist gut, du. Die hat uns eine Menge Geld gekostet. Nun lass mich dann... Ich fahr morgen nach Hamburg zur Firma. Soll ich dir irgendwas mitbringen aus der Großstadt? Nee, eigentlich nicht. Außerdem habe ich den Kopf jetzt so voll mit dem Umzug. Komm, lass mir mal weiterschreiben hier. Sonntag, aufpassen! Passen Sie mal gefälligst ein bisschen auf. Oder wollen Sie Ihre Frau mit dem Rad fürs Haus alleine sitzen lassen? Ja. Toi, toi, toi. Na, schon gut, kommen Sie mal auf. Spinn doch, was? Na ja, kommen Sie her, ich pass an. Hoppla. Danke. Wie war's denn in Hamburg? Hören Sie mir auf mit Hamburg. Ärger? Ach. Hoppla, nun passen Sie doch mal auf. Wiedersehen. Also Wiedersehen. Herzlichen Dank nochmal. Auf Wiedersehen. Und viel Glück im neuen Haus. Wenn Ihre Heizungen funktionieren, bestimmt. Na, da können Sie sich drauf verlassen. Es ist beinahe zu schön, um wahr zu sein. Sag mal, Robert. Was hast du eigentlich in der letzten Zeit? Du freust dich gar nicht mehr. Ach du... Bist du enttäuscht? Nein, du, das nicht eigentlich. Und uneigentlich? Ach, lass mich doch. Mami, wir müssen nach Hause. Ich möchte die Sendung mit dem Polizisten sehen. Und ich das Sandmännchen. Du willst das Sandmännchen sehen? Ja, Sonntag. Ja, gut, ich warte. Ja. Was machst du denn da? Na, den Tisch decken. Muss das ausgerechnet jetzt sein? Ja, Sonntag, hier, ja. Aha, guten Abend, Herr Direktor. Nein, leider noch nicht. Sagen Sie, ist es nicht möglich, dass Sie mir noch ein bisschen Zeit geben? Na ja, ich verstehe. Na ja. Nun, liebe Kinder, gibt Weihnachten. Ach, das ist ja furchtbar nett von Ihnen. Ja, ja, ich werde mich dann morgen früh gleich melden. Selbstverständlich. Also, guten Abend, Herr Direktor. Sag, du bist ein kleiner Schwein zu sich. Wer war denn das? Ach, du, das ist Direktor Sivor von der Firma. Ich habe mal einen Film gesehen. Da hat der verheiratete Liebhaber auch mal so mit seiner Freundin gesprochen, wenn die Frau zufällig im Zimmer war. Schließlich. Sag mal, wie war es denn eigentlich in Hamburg? Jetzt. Ach, du, nichts Besonderes, wie immer. Ich möchte tanzen. Willst du ein Bier? Ja, du bring mir mal. Das war weder seine Mutter noch sonst jemanden, sondern trabte los. So, jetzt Freunde, Hände waschen. Und gleich Abendessen. Das letzte Mal im alten Haus, aber raus, Freunde. Ganz schnell. Nina! Prima, siehst du aus. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Weit weg ist schrecklich. Komm, wir gehen. Lass. Nein, du bist doch nicht komm, mein lass mich. Das kannst du doch nicht machen. Du bist zu Besuch. Also gut. Seid ihr schon umgezogen? Gerade. Ich sehe aus zum Davonlaufen. Ich bin auch noch nicht mit allem fertig. Mach doch nichts. Habt ihr es denn jetzt wenigstens schön? Himmlisch. Genau die richtige Kragenweite für uns. Gefällt dir bestimmt. Sag mal, ist Carsten schon da? Als ich von zu Hause weg bin, war er noch nicht da. Aber vielleicht ist er inzwischen gekommen. Sag mal, wie fühlt man sich denn so als geschiedene Frau? Ach, scheußlich. Die Scheidung und das Ganze drum und dran, mach es nie. Ach, lass uns nicht mehr davon sprechen. Wenn ich daran denke, dass ich Carsten nachher sehe, kriege ich wackelige Knie. Sag mal, Guter. Na, wie fühlt man sich als frischgebackener Junggeselle? Ach, hör bloß auf. Und so völlig sinnlos. In dem Augenblick, in dem ich endlich mit meinem Studium fertig bin und eine Stellung in Aussicht habe. Na, du bist ja ganz schön verknatzt, muss ich sagen. Du sag mal, hättet ihr nicht erstmal Urlaub machen können? Ach, wir waren so abgekämpft. Ich weiß, es ist meine Schuld. Aber wenigstens 60%. Man soll eben nicht unter so extremen Umständen heiraten. Die Frau verdient und der Mann studiert. Apropos, ist Gerti schon da? Nein, du, Ina holt sie gerade vom Bahnhof ab. Dann sind sie ja gleich hier. Nein, du, Gerti wollte im Hotel übernachten. Und ich glaube, da fahren sie erstmal vorbei, nicht? Ach so.
Ich weiß ja nicht. Du, ich freue mich, dass du da bist, mein Junge. Danke. Und wie geht's dir so? Ach, über Mangel an Sorgen kann ich mich nicht beklagen. Wieso? Hast du dich finanziell übernommen? Ist ja wirklich schick. Gefällt mir ausgesprochen gut. Ja? Naja. Du, ich zeig dir nachher alles ganz genau. Wir sind frühestens in 20 Jahren soweit. Wir? Was heißt denn wir? Willst du denn wieder heiraten? Nö, das habe ich nur so gesagt, aus Gewohnheit. Wenn ich mal wieder heirate, muss ich erst ordentlich verdienen. Und dann will ich sofort ein Kind haben. Tja, wenn du glaubst, dass dadurch deine nächste Ehe einfacher wird? Vor einem Kind geniert man sich eher, miteinander zu streiten. Sag mal, wie ist denn das Programm bei euch heute? Na ja, du, heute Abend steigt ein größeres Einweihungsdiner. Fällt dir nichts auf? Du hast eine neue Frisur. Gefällt es dir? Doch, ganz gut. Früher hättest du es sicher scheußlich gefunden. Ja, früher. Was macht denn die Wohnung? Ach, ich habe nicht viel verändert, weißt du. Was macht der Wagen? Oh, fabelhaft. 83.600 Kilometer drauf und immer noch keine große Reparatur. Bravo. Und was machen deine Kieferhöhlen? Oh, ganz gut, Dr. Meister meinte, er kann es so behandeln. Du, da drücke ich dir aber den Daumen. Ja. Wirklich? Durchdacht. Groß genug für vier und später klein genug für zwei. Na, endlich ist mal jemand meiner Meinung. Wieso? Sonntag, denken Sie einfach anders darüber. Nein. Auch Robert findet plötzlich alles klein und provinziell. Auf einmal. Naja, das wird ja bald... Also, wenn ich mir das alles hier so betrachte... später angefangen als hier mit dem Kraftwerk und früher fertig. Ja. Fertig, Kraftwerke gibt's ja leider noch nicht. Na, Sie sind gut. Dann wären wir bald alle arbeitslos. Guck mal, ja, oder alle halbe Jahr woanders. Wäre auch nicht schlecht. Herr Lehnert, fangen Sie keinen Streit mit mir an. Wollen wir uns nicht setzen? Bitte, Fräulein Siegelger. Herr Beke? Danke. Herr Lehnert, bitte. Danke vielmals. Gerti Carsten, kommt ihr? Ja. Ich hole nur die Vorspeise. Entschuldigung. Na, du? Immer noch der Alte. Na, Herr Tim, so ein Haus, wäre das nicht auch was für Sie und Ihre Frau? Nicht direkt. Wir sind frisch geschieden. Oh, naja, also ich sag's ja immer, in unserem Beruf, da verliert man jedes Gefühl für das Feinere. Ich glaube, das war eher mein Fehler, das hätte ich ja vorher sagen können. Entschuldigen Sie bitte. Mach doch nichts, Herr Lehnert. Sie sehen, wir sind trotzdem ganz friedlich miteinander. So. So, es kann losgehen. Ja, das ist ja, was hast du dir für Mühe gemacht? So, also, tja. Ich freue mich, dass Sie, dass ihr gekommen seid, nicht? Und, nun ja, also auf unsere Gäste. Auf das neue Haus. Ja, dazu eben. Sind wir ja gekommen. Prost. Auf dass wir 100 Jahre hier drin wohnen. Mensch, Robert, was halblang. Ja, mit der Ruhe, jetzt überstehen. Wie gut, dass die Kinder nicht sehen, was für gepflegte Tischsitten ihr Vater hat. Dafür ist er ja auch zum ersten Mal in seinem Leben sesshaft geworden. Prost, Robert. So. Ich glaube, die haben sich ganz wohl gefühlt heute Abend bei uns, oder? Der Lehnert ist privat ein ganz netter Kerl. Gerti und Carsten waren ja auch verträglich heute Abend. Der Becke, das ist eine Nummer. Dem hat unser Haus so gut gefallen, der hat zum Schluss gar nichts mehr gesagt. Hast du gemerkt? Robert, was ist eigentlich mit dir los? Mit mir? Was soll denn los sein? Wenn der Abend nicht direkt eine Trauerfeier geworden ist, so war das jedenfalls nicht dein Verdienst. Du warst überhaupt nicht vorhanden. Ach. Robert, nicht im Schlafzimmer. Ich kenne dich doch. Sag mal, haben wir uns finanziell übernommen? Carsten meint... Ach, Quatsch. Robert, jetzt dann mal raus mit der Sprache. Also bitte. Eine Firma hat mir ein großartiges Angebot gemacht. Die bauen ein Zweigwerk und haben mir den Posten als Abteilungsleiter angeboten. Und wo? Du, in der Nähe von München. Ja, da ist es noch aussprachfähig. Und wenn ich ein bisschen Glück habe, da... könnte ich es da vielleicht bis zum Direktor bringen. Das ist noch gar nicht so lange her. Da war dein Lebensziel, hier von der Kraftwerk AG übernommen zu werden. Also Ihnen haben mir graut vor dem Gedanken, hier in Bottenstedt eingemottet zu werden als Leiter der maschinentechnischen Abteilung. Auf einmal? Lina, hör mir doch mal zu. Du, ich habe die Chance, eine Abteilung ganz für mich alleine zu bekommen bei der neuen Tochterfirma. Ich denke, in einem Zweitbetrieb. Ja.
Es wird doch dann später ganz automatisch eine selbstständige Tochter. Na, stell dir doch mal vor, vom Konstrukteur zum Abteilungsleiter und vom Abteilungsleiter bis zum technischen Direktor. Nee, also das ist doch ein Sprung, den hätte ich mir nie träumen lassen. Und was macht ihr in diesem Wunderwerk, das es noch nicht gibt? Ja, auch Turbinen. Ich meine, Spezialturbinen, die dann... Gott, ist doch viel zu kompliziert, dir das jetzt zu erklären. Und wann soll's losgehen? Na, in 2 Jahren, wenn wir hier fertig sind. Aber ich muss mich doch jetzt schon entscheiden. Na, fein. Dann haben wir ja genügend Zeit, uns in aller Ruhe scheiden zu lassen. Ja, dann hättest du eben Finanzbeamten heiraten müssen, wenn du bei jeder Veränderung so ein Theater machst. Ich mach Theater? Du bist doch gerade dabei. Was nennst du Theater? Sag mal, seit wann weißt du denn das? Du... Ich weiß, es ist dumm, ausgerechnet heute davon anzufangen. Aber du hast mich ja herausgefordert, nicht? Ich will wissen, seit wann du das weißt. Ach, na, seit voriger Woche, seit ich in Hamburg war. Ach ja. Und dann lässt du uns hier erst einmal in aller Ruhe friedlich einziehen. Jetzt weiß ich auch, warum Lenhardt immer so blöd geguckt hat. Wahrscheinlich wissen es alle Leute, außer mir. Kein Mensch weiß es. Aber dir etwas beizubringen, du, das kostet mehr Nerven, als einer ganzen Stadt was beizubringen. Lenk doch nicht ab. Du hast einfach kein Verantwortungsgefühl. Du hast eine Familie. Und so viel Geld haben wir nicht, dass du den ganzen Umzug... Fast 2000 Mark hat das allein gekostet. Ja, aber mein Schatz, das kriegen wir doch beim Verkauf ganz leicht wieder rein. Schau mal, in 2 Jahren haben wir mindestens 20% verdient, wenn nicht mehr. Außerdem zahlt dir die Firma den Umzug. Ich halte dieses Zigeuner-Dasein einfach Ach, nun nicht komm mehr doch. Aus. Deine Unruhe macht mich krank. Und ich will mich auch nicht schon wieder umgewöhnen. Ein neuer Kaufmann, ein neuer Friseur. Soll ich vielleicht ablehnen, bloß weil du deine Butter bei Herrn Jarchow kaufen musst? Ach, das ist es doch nicht allein, das weißt du genau. Denk doch einmal an die Kinder. Für Matthias wäre das die 3. Umschulung. Und da unten sind wieder ganz andere Schulgesetze. Ja, das werden sie ja wohl noch verkraften, nicht? Vielleicht, aber mir ist das Risiko zu groß. Ach, mach, was du willst. Ich ziehe wieder nach Hamburg zurück, dann kommen die Kinder in ihre alte Umgebung. Kommen die Kinder in ihre alte Umgebung, ach du. Wir können uns ja auch scheiden lassen. Ja, du, das hast du schon mal gesagt. Entschuldige. Könntest du nicht im Wohnzimmer auf der Couch schlafen? Dann müssen wir nicht mehr miteinander reden. Ja, ist ja gut. Du kommst nicht in die Verlegenheit, von mir etwas zweimal zu hören. Guten Morgen. Kinder, wir waren schon spazieren. Ja, auf dem Deich. Ach. Ach, herrlich habt ihr es hier. Sind die Kleinen schon weg? Morgen. Ja. Hast du schon was gefrühstückt, Gerti? Nee, wenn du was für mich hättest, wär's prima. Hm. Hier, nimm mein Gedeck. Da. Hab sowieso keinen Appetit. Was ist denn los? Besonders aufgeschlossen wirkt ja gerade nicht. Robert und ich, wir überlegen uns gerade, ob wir uns scheiden lassen sollen oder bloß getrennt leben. Und warum, wenn man fragen darf? Robert will mal wieder weg von hier. Aparterweise hat er mir das gestern nach der Hauseinweihung gesagt. Also, wenn du Lust hast, dann sei um 12 auf der Baustelle. Ich denke, Robert hat 3 Tage frei für den Umzug. Hat er auch. Aber das ist dir jetzt nicht mehr wichtig. Seid froh, ihr habt alles schon hinter euch. Ich fürchte, wir müssen dich enttäuschen. Wieso? Ja, Carsten und ich, wir wollten euch nämlich gerade darum bitten, bei uns Trauzeugen zu sein. Das darf doch nicht wahr sein. Doch, wir heiraten in Kürze. Wie findest du das? Ina. Hör doch auf, komm. Erzähl mal, was ist eigentlich los mit euch? Oh, Gerti. Wie liest du denn im letzten Semester? Toll! 48 Meter Durchmesser. Donnerwetter. Naja. Du machst die andere Geschichte rückgängig. Du mutest dir zu viel zu. Was? Wirklich, du mutest dir zu viel zu. Ach, sie hat doch gewusst, dass ich diesen Beruf habe. Bisher ist immer alles nach dir gegangen. Du musst auch mal nachgehen. Aber doch nicht ausgerechnet jetzt. Ja doch, du kannst sie nicht ein Haus hinstellen und es sofort wieder wegnehmen. Dafür kriegt sie ein anderes, ein viel schöneres. Ja, wozu ich die noch besorgt habe, weiß ich auch nicht. Hat ja doch alles keinen Zweck mehr. Ina, immerhin wohnt ihr noch 2 Jahre hier drin. Vielleicht ziehe ich schon vorher nach Hamburg zurück. Also weißt du, wie du mir vorkommst? Nein. Wie einer von meinen Erstklässlern, wenn er bockig ist. Ach. Ina, kannst du nicht einmal nachgeben? Ich will aber nicht mehr. Er hat dir doch nur etwas zum falschen Zeitpunkt gesagt. Gerti, diesmal mache ich nicht mehr mit. Florian, Matthias, ja, komm, auf Wiedersehen. Ich dachte,
vielen Dank. Du fahr vorsichtig. Ein Glück, dass ihr uns ach, zusammen ja, eingeladen habt. Das wird sich erst noch herausstellen. Ihr kommt zu uns als Trauzeugen, das ist klar. Ja, ja, ist klar. Kinder, jetzt werdet mal wieder vernünftig. Wir können uns nicht eigens ein Haus bauen, damit ihr euch bei der Einweihungsfeier wieder versöhnen könnt. Also mach's gut. Wart ihr schon? Ja, mein Schatz. Wiedersehen, Karl. Tschüss. Tschüss, wieder arbeiten. Tschüss, Tante. Tschüss, mein Glückchen. Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Abend. Guten Abend. Wo warst du denn? Und du, ich habe einen Brief eingesteckt. An wen denn? Durchschlag liegt auf dem Sekretär. Aber, Robert, du hast dich, ich meine... Du... Ja, ist dir das auch wieder nicht recht, oder was? Aber, Robert, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sieh mich doch mal an. Das tue ich doch die ganze Zeit. Na, fällt dir denn gar nichts auf? Nee. Ach doch, ja, dein Kleid ist da unten kaputt. Robert, du bist der liebste und klügste Mensch auf der Welt und ich bin eine widerliche Ziege. Ich will hier große Probleme klären und du stellst das einzig Richtige fest. Das Dirndl ist zu eng. Recht hast du. Was? Du, sag mal, Dirndl? Ja, ich weiß jetzt auch nicht mehr. Du, soll das eine Anspielung sein? Oder? Na klar, was denn sonst? Ich werde dich doch keine anderen überlassen. Darf ich den Brief zerreißen? Das nützt doch nichts mehr. Wieso? Das ist doch der Durchschlag. Im Brief habe ich doch schon eingesteckt. Robert, du darfst nicht absagen. Na, jetzt. Wann wird der Briefkasten geleert? Um 10:30. Warst du extra am Postamt? Natürlich war ich am Postamt. Komm, wir versuchen, den Brief zurückzukriegen. Halt, Moment mal! Entschuldige Sie, ich hab da vorhin einen Brief eingesteckt. Und der darf nicht weg? Ja. Aber nein, das geht nicht. Das ist gegen die Vorschrift. Na ja, das mag ja alles sein. Ach. Also passen Sie mal auf, mein Name ist Sonntag, ich bin Bauingenieur bei dem Kraftwerk da drüben. Vielleicht kennen Sie mich. Ja, ja, schon. Unsere ganze Existenz hängt davon ab, bitte. Ja. Sagen Sie mal, Meister, darf ich da nicht mal reinschauen? Na, meinetwegen, aber an wen war der Brief adressiert? Ja, das war Direktor Sieverhoff, Turbinenbau GmbH Hamburg. Meier, Christensen, Getreide, Fischereihafen. Hier, da, bitte, da ist er. Wer sagst denn da? Direktor Sieverhoff, Turbinenbau GmbH Hamburg. Das war wirklich sehr nett von Ihnen, vielen Dank. Sie haben uns eine Menge Missverständnisse erspart. Wiedersehen. Mein Mann hätte natürlich auch telefonieren können, aber das wäre aber sehr unangenehm Ihnen, gewesen. Das interessiert doch den Herrn überhaupt nicht. Also nochmal vielen Dank. Dankeschön. Wiedersehen. Du, Robert, ja? Ich habe noch eine Flasche Sekt übrig von gestern. Trinken wir die auf unsere Versöhnung? Ja, meinetwegen. Und auf den nächsten Umzug, ist das klar? Oh.